Ganz herzlich willkommen zu den Flatex Morning News. Nachdem der DAX bereits am Dienstag kaum Bewegung zeigte, tat sich auch gestern nicht allzu viel. Die Handelsspanne war zwar größer als am Tag zuvor, unter dem Strich blieb aber quasi alles beim Alten. Der Leitindex ging mit einem Plus von 0,01%, also quasi unverändert, aus dem Handel. Wie geht's heute weiter für den deutschen Leitindex? Wir blicken gleich mal nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Viola Grebel. Schönen guten Morgen, Viola. Was dürfen wir uns jetzt heute vom DAX erwarten? Vielleicht etwas mehr Bewegung? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Ich enttäusche dich wirklich ungern, aber es war schon ein bisschen zäh in dieser Woche und es sieht auch danach aus, als würde es dementsprechend zäh oder eben mit nicht so wahnsinnig viel Bewegung weitergehen. Das liegt einfach an den Terminen, die wir in dieser Woche noch haben. Da will sich einfach keiner zu weit aus dem Fenster lehnen. Und der wichtigste in der Hinsicht ist natürlich der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Man geht zwar mittlerweile mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass in den USA schon im März-Termin der Fed jetzt die Zinsen angehoben werden. Jetzt fragt man sich nur, was, wenn die Arbeitsmarktdaten entsprechend ausfallen, was heißt das dann fürs Tempo für die weiteren Zinserhöhungen? Also definitiv ein Hingucker. Und wir haben heute die EZB-Ratssitzung. Da geht man zwar nicht von der Veränderung der Geldpolitik an sich aus, die dürfte ultra locker bleiben. Aber was Mario Draghi zum Thema Inflationsentwicklung zu sagen hat, das interessiert dann doch so ein bisschen. Und das ist der Grund, warum wir im Moment so wenig Bewegung sehen. An der Wall Street gestern zwar gute ADP-Arbeitsmarktdaten, trotzdem der Dow eher im Rückwärtsgang. Ein Minus von 0,3% hat er am Ende des Tages abgeliefert. Ja, und die asiatischen Vorgaben, die sind heute Morgen gemischt. Wir sehen einen Nikkei zwar freundlich unterwegs, dafür der Hang Seng ordentlich im Minus und auch der Shanghai Composite gibt nach. Also auch von der Seite jetzt nicht wirklich eine eindeutige Unterstützung. Insofern verwundert es nicht, dass wir relativ unverändert eventuell mit einem kleinen Minus in diesen Handelstag starten dürften. Vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Dann schauen wir auf die Charttechnik. Hier muss es den Bullen weiterhin zunächst gelingen, die 12.000-Punkte-Marke zurückzuerobern. In der Folge könnte dann das Bewegungshoch bei 12.082 Punkten angelaufen werden. Sollte die 12.000-Punkte-Marke dem DAX aber weiterhin verwehrt bleiben, dann muss mit Rückläufen bis auf 11.800 Punkte gerechnet werden. Wie gewohnt blicken wir jetzt auf zwei Produkte, mit denen Sie eben auf die aktuelle Marktlage reagieren könnten. Wie immer zunächst das Long-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den DAX. Hier lautet die WKN MF0BVL. Und dann noch ein Short-Produkt, auch hier natürlich ein Faktorzertifikat auf den DAX. Und die WKN lautet MF0BVM. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Termine des Tages. Um 13 Uhr wird die Lufthansa ihre Verkehrszahlen für den Februar vorlegen. Um 13:45 Uhr gibt es dann den EZB-Zinsentscheid. 14:30 Uhr gibt es aus den USA die Import- und Exportpreise für den Februar. Und ebenfalls 14:30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wenn Sie den Flatex Morning Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie dies schnell nachholen unter flatex.de/service/newsletter. Wenn Sie sich anmelden, bekommen Sie ihn montags bis freitags um 8.30 Uhr und um 10.30 Uhr. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin einen schönen Handelstag. Machen Sie es gut.